Ihr wollt vergleichen und ihr wollt begreifen. Doch hier gebricht's am Zeichen wie am Maß. Werft euch vor Gott dann nieder im Gebet, damit der Herr sich auch bei uns bezeuge. Krimmelt dazu? Ich tu's. Nun, keine Jagd. Es ist doch heiliger Tag. Was gibt's denn heute? Geboren ist er längst, gekreuzigt auch, gestorben und begraben. Ist er noch nicht aus? Am Ostermorgen gehen wir nicht zur Jagd. Was tun wir denn? Volker, erzähl uns was. Wenn sie sich beugen, die schwarzen Schaden, schon schwillt es auf, mit borstigen Haaren schwillt es. Wie ein Elefant, erwarte nicht das dreimal glühende Licht. Erwarte nicht die stärkste von meinen Künsten. Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten? Das also war des Pudels Kern? Der Kasus macht mich lachen. Ich salutiere den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen. Wie nennst du dich? Die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesen Tiefe trachtet. Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo sich allzu deutlich weiß, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Ja, ja. Darauf kommt es an. Lass sie nie wieder Himmel und Meer sehen. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Du hast gesagt, du hast ein Zimmer zu vermieten. Weißt du jemand? Kann ich das Zimmer haben? Du? Sie? Morgen früh ziehe ich ein. Mit dem größten Vergnügen. Nein, Herr Berle, das ist kein Zimmer für Sie. Dina. Nein, das Zimmer ist nicht groß genug und nicht hell und... Es kommt nicht darauf an. Ich finde das Zimmer schön und gar nicht schlecht möbliert. Ach, vergiss nicht die zwei, die daneben wohnen. Welche zwei? Einer war Hauslehrer. Kandidat Mollwig. Und ein Doktor, er heißt Relling. Ah, Relling, den kenne ich. Der hat eine Zeit lang in Hödal praktiziert. Ja, die treiben sich rum. Jeden Abend sind sie unterwegs, kommen nachts spät nach Haus und meistens sind sie ziemlich... Ich werde mich daran gewöhnen. Es wird mir schon gut gehen, so gut wie der Wildente. Ich finde, Sie sollten erst mal darüber schlafen. Hier finde ich Sie. Ich weiß, warum Sie kommen, Börne. Sie sind gestorben, ich noch nicht ganz. Und Sie wollen mir vorwerfen, dass ich nicht im Freien unter den Revolutionären herumspringe, nein, wie alle fortschrittlichen Menschen. Nein! Sie haben, hört ich, im Kämpfenden Ihre Kalesche geopfert, damit Sie die Barrikaden bauen. Dafür wollte ich Ihnen danken. Ja, was soll denn ein Schwerkranker damit noch anfangen? Ich war damit unterwegs ins Spital, um mich zu Tode kurieren zu lassen. Sie sind Sozialist. Ah, das will ich so einfach nicht beantworten. Aber wenn Sie unter Sozialismus die allgemeine Emanzipation verstehen, die stürmische Bewegung, die die Entrechteten erfasst hat und auf die Straßen und auf die Barrikaden treibt, das verelendete Arbeitsvolk, die Wäscherin, den geprügelten, angstvollen Juden, den schwarzen Sklaven, Sie alle, mit einer neuen Hoffnung in den Augen. Sie sehen schon das Licht einer hellen Zukunft. Wenn Sie diesen Aufbruch meinen, dann bin ich Sozialist. Dann bin ich Sozialist. Schon zu seinen Lebzeiten hatte Börne den Hang zur deutschen Parteilyrik. Sie wollen mich beleidigen. Aber wie könnte ich das? Einen so wahrhaftigen, aufrichtigen, charaktervollen Menschen. Als Charakterbörne sind Sie ja dann auch berühmt geworden. Nun, Charakter.
als sie noch Theaterkritiker waren, Börger. Schon damals hatten die Künstler einen ängstlichen Respekt vor ihnen. Einmal, als ich im Kaffeehaus in Frankfurt die Zeitung las, flüsterte mir mein Tischnachbar aufgeregt zu: Dort sitzt der Dr. Börne, der gegen die Komödianten schreibt. Gegen die Komödianten schreibe ich immer noch rein. Ja, damals übten sie sich noch an den Helden der Bretterwelt. Später waren es andere, Sie. Hören Sie das, Balzac? Hören Sie das schneidende Misstrauen gegen Helden, die in schönen Versen reden? Man macht keine Revolution mit Lavendelöl. Es kostet einen Blut und Tränen. Und vielleicht sogar den eigenen Kopf. Übrigens, um meinen Kopf täte es mir leid. Den Rest kann ich verschenken. Ah. Ach, Sie hören schlecht, Börne. Sie hören schlecht, Börne. Wahrscheinlich ist das der Grund für Ihr Misstrauen. Und das ist schlimmer geworden. Es verleitet mir die Konversation mit Ihnen. Sie sind doch mit allem, was Sie sagen und was Sie publizieren, von nichts anderem als von Ihrer Eitelkeit getrieben. Es geht Ihnen doch zuallererst und hauptsächlich um die vorteilhafte Wirkung Ihrer Person auf das Publikum. Ah! Das macht mir sogar Ihre besten poetischen Erzeugnisse suspekt. Schade um Sie. Wir hätten so viele Gemeinsamkeiten in dem, was uns bewegt, in dem, was uns wichtig ist und sogar in dem, was wir verabscheuen. Ach, das ist es ja gerade. Deswegen, Börne, müssen Sie mich immer so sauertöpfisch verurteilen, weil Sie eifersüchtig auf mich sind. Der Fall ist hoffnungslos. Sie haben Meinungen und halten sie für Charakter. Ich aber bin ein Genie. Mindestens 20 Gedichte von mir sind unsterblich. Sie brillieren in Rothschilds Salon als sein Hofnarr. Das Gerücht sagt sogar, dass Sie sich insgeheim von der reaktionären Thiers-Regierung eine Rente zahlen lassen. Und gleichzeitig sympathisieren Sie angeblich mit den Aufständischen. Wahrscheinlich werden Sie auch noch von Metternich finanziert. Er soll ja Ihre Gedichte bei den Hofdamen rezitieren. Ach, Sie sind kein Dichter. Sie dürfen gar nicht mitreden. Geben Sie sich zu erkennen, Heile! Gut, Börne. Sancho Panza im Hippodrom. Er schwebt auf einem Eselchen in den Himmel. Marja Jefimowna! Ist das eine Überraschung? Guten Tag, Nikolai Iwanow. Guten Tag, meine Herrschaften. Sind Sie gesund und munter? Wie immer. Ist Anna Petrovna zu Hause? Ja. Guten Tag, Maria Jefimowna. Guten Tag, Porfiri Semjonitsch. Es ist schrecklich heiß. Küssen Sie mir bitte nicht die Hand. Ich mag das nicht. Habe die Ehre, Sie zu begrüßen. Ja, warum geben Sie mir denn nicht Ihre Hand? Nicht nötig. Bin ich Ihrer unwürdig? Ich weiß nicht, aber Sie hätten mir die Hand nicht küssen wollen, wenn ich nicht eben gesagt hätte, dass ich diese Küsserei nicht mag. Schick dich jetzt weg. Sofort. Maria Jefimowna, haben Sie noch Läuse? Nicht Läuse, Wanzen. Wie ich höre, gewinnen Sie Äther aus Wanzen. Wanzenäther für die russische Wissenschaft. Das ist eine große Tat. Immer müssen Sie sich über andere lustig machen. Sie sind also gekommen, Maria Jefimowna. Wie geht's denn Ihrer lieben Frau Mama? Sie sind ja ganz rot geworden. Na ja, Ihnen wird auch heiß sein, nicht? Ich weiß nicht, was Sie an mir stört. Aber ich tue Ihnen den Gefallen und gehe Ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg. Wenn Nikolai Iwanitsch mir nicht sein Ehrenwort gegeben hätte, dass Sie nicht hier sein würden, wäre ich nicht gekommen. Sie sollten sich schämen zu lügen. Och, jetzt muss sie weinen, aber nur zu. Tränen bringen ja auch Erleichterung. Noch einmal und wir sind Feinde. Was hast denn du damit zu tun? Das war sehr ungezogen, Michail Wasilentsch. Wie ich mich freue, Sie zu sehen. Sie sind so selten bei uns zu Gast. Setzen wir uns. Und wenn ich Sie liebe. Wie bitte? Sie sehen müde aus. Na, 20 Werst zu fahren ist ja auch keine Kleinigkeit. Nein. Was haben Sie denn? Nein. Sie müssen sich entschuldigen, Michail Wasilentsch. Entschuldige dich, Mischa, sonst gehe ich. Ich verstehe. Er hat es schon geschafft. Entschuldigen Sie, Maria Jefimowna. Es ist meine Schuld. Ich habe vergessen, mit Ihnen zu reden. Maria Jefimowna. Sie wünschen? Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ja, jetzt mal ganz ernst. Ich bitte Sie öffentlich um Verzeihung. Ich habe mich furchtbar benommen. Bitte geben Sie mir Ihre Hand. Frieden. Frieden.
fragen Sie sie. Ich frage sie sofort. Na, Graf von Paris, haben Sie jetzt die Taschen voller Geld? Ach, ich bin heute in einer so besonderen Stimmung. Mir gefällt heute einfach alles. Ich glaube, ich bin heute noch mehr in Sie verliebt als sonst. Platonow, sind wir Freunde? Ja, wir sind Freunde. Große Freunde? Große Freunde, kleine Freunde, was für eine Frage. Also wir sind Freunde. Aber wissen Sie auch, dass von der Freundschaft zwischen Mann und Frau bis zur Liebe nur ein einziger Schritt ist? Platonow, ich muss ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Wollen wir nicht lieber Walzer tanzen? Ich weiß nur nicht, wie ich anfangen soll. Ja, Generalin, soll nicht lieber ich anfangen? Ja. Na gut, reden Sie. Aber machen Sie es kurz. Ganz kurz. Ich sage nur, wozu? Ehrenwort, Anna Petrovna. Es lohnt nicht. Es lohnt nicht? Also hören Sie zu, Sie werden mich vielleicht nicht verstehen. Aber wenn Sie ein freier Mann wären, dann würde ich, ohne lange zu überlegen, Ihre Frau werden. Anna Petrovna, ich bin ein freier Mann. Ich bin auch durchaus dafür, dass man seine Zeit angenehm verbringt. Ich habe auch nichts gegen eine kleine Liebschaft. Aber eine Liebschaft mit Ihnen? Nein. Ach, ich spreche doch von Liebe. Liebe ich Sie nicht? Ich liebe Sie. Ich liebe Sie als Frau und als Mensch. Anna Petrovna, muss denn jede Liebe in diese gewisse Art Liebe eingereiht werden? Meine Liebe zu Ihnen ist tausendmal wertvoller als die Sie meinen. Ach ja, geh, Liebster, schlaf dich aus, hä? Wir reden später weiter. Bitte spielen wir nicht miteinander. Ich bin immerhin, wenn auch nur ein bisschen, verheiratet. Lassen wir alles beim Alten. Verheiratet? Du liebst mich doch. Was kommst du mir da mit deiner Frau? Also komm, geh, ja? Schlaf dich aus, wir reden später weiter. Im Augenblick haben Sie nämlich einen Anfall von Verlogenheit. Wenn ich dich belügen könnte, wäre ich schon längst dein Liebhaber. Tja, und so bekleide ich noch immer nicht meine eigentliche Position. Und das ist auch eigentlich alles, was ich Ihnen erzählen kann. Sofja Jegorowna, in meinem Alter, also ich bin jetzt 5 und Veränderungen, ja, ich sehe keine Veränderung. Und was folgt? Was folgt, ist die Verfettung im Schlafrock, das absolute Verweigern, die absolute Ausgrenzung von allem. Und das ist dann schlussendlich ja auch der Tod, nicht wahr? Naja, also, Sie schweigen. Na, zum Teufel mit mir. Aber was ist mit Ihnen geschehen? Wo ist Ihre reine Seele, Ihr Mut, Ihr Gerechtigkeitssinn? Wollen Sie jetzt jahrelang tatenlos zubringen, sich an fremden Leiden ergötzen? Nein, warten Sie, das ist mein Schlusswort. Was waren Sie? Eine Schönheit. Was waren Sie schön? Aber Liebste, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Vielleicht können Sie noch aufbegehren. Ja. Nehmen Sie alle Ihre Kraft zusammen und begehren Sie um Himmels Willen auf. Und bitte sagen Sie mir, Sofja Jegorowna, was hat Sie dazu gebracht, diesen Menschen zu heiraten? Er ist ein guter Mensch. Das glauben Sie doch selbst. Er ist mein Mann und ich möchte Sie bitten, ihn... Soll er sein, was er will? Ich rede hier die Wahrheit. Warum haben Sie keinen Mann genommen, der etwas tut, der leidet? Ausgerechnet diesen Pygmäen, der völlig versackt ist in Schulden und nichts tut. Bitte lassen Sie mich gehen. Und ich habe Sie geliebt. Ich habe Sie mehr geliebt als alles auf der Welt. Ich habe Ihr Haar geliebt. Ich habe Ihre Hände geliebt. Ich habe Ihr Gesicht geliebt. Sagen Sie, Sofja, schminken Sie sich? Bitte lassen Sie das. Wenn ich, Unglücksmensch, nur die Kraft hätte, mit Stumpf und Stiel würde ich Sie und mich aus diesem Sumpf herausreißen. Und so werden Sie nur noch tiefer darin versinken. Das Leben. Das Leben. Warum leben wir nicht so, wie wir könnten? Bitte, warum? Bitte, bitte sprechen Sie nicht so laut. Bitte. Und Sofja, Sofja, bitte, Sie werden nicht abreisen. Wir werden vorher doch noch miteinander sprechen. Nein. Lassen Sie uns Freunde sein. Ja, ja.
Warum sollten wir Feinde sein? Ja. Dazu möchte ich noch eine kleine Bemerkung machen. Da sind Sie ja! Die Hauptperson. Wir wollen mit dem Feuerwerk anfangen. Sophie, hast du es dir überlegt? Ja, sie bleibt. Hurra! Michael, deine Hand. Danke. Sergej. Wir machen ein Feuerwerk, ja? Feuerwerk. Feuerwerk, alle in den Garten. Ja, Sofia Jegorovna. So ist das. Du schweigst. Ja, Anna Petrovna, wir sind beide übel dran. Wenn ich wenigstens Kinder hätte. Magst du Kinder? Du bleibst, Liebster. Du bleibst, wenn du fährst. Was soll ich denn dann machen? Anna, wenn ich hier bleibe, bringe ich mich um. Ich komme morgen wieder. Nein. Du wirst mich nicht wiedersehen. Du wirst mich auch nicht wiedersehen wollen. Ich gehe schon. Ja, ich schwöre dir. Du fährst nicht. Und wenn du fährst, dann nur mit mir. Wohl, geliebte Frau. Fünf Minuten hätte sie jetzt schon noch bleiben können. Das wäre nicht übel. Ich bitte Sofia, die Abreise ein, zwei Wochen zu verschieben und fahr so lange mit der Generalin spazieren. Naja, ein, zwei Wochen. Sofia wird einwilligen. Sie kann ja so lange bei ihrer Mutter wohnen. Sie muss ja auch sich ausruhen und ein bisschen Kraft schöpfen, nicht wahr? Ich bin ja keine Ewigkeit weg. Ja, ja. Ist beschlossen. Test. Oh. Bitte? Ja, dann. Also irgendwie. Oh. Wir feiern heute meinen 60. Geburtstag und irgendwie begrüßen. Und so, alle Leute, alle du, alle wer. Namen bla bla bla. Und wenn man 60 wird, so wie ich, dann hat man keine Ziele mehr. Die meiste Zeit seines Lebens hat man schon geleppt und zum Umsatteln ist es so sputt. Was tust du? Ich. Ja, ist schon gut. Aber wenn du mich aufnehmen willst, musst du ins Licht gehen. Ja. Okay. Die Nähposition ist nicht so gut. Das ist. Richtig, okay. Man muss dich schon sehr lieben, Bruder. Ja, dann. Ja. Was tust du? Du machst mich nervös. Wie stehst du da? Machst du Stretching? Nein. Und könntest du bitte dafür sorgen, dass ich nicht aussehe wie eine Eidechse? Naja, ich kann das von oben kaufen, ja? Oben.
Aber da ist es leer. Ich weiß nicht. Also irgendwie Begrüßung. Und dann, ja, dann draufhauen. Da kannst du dich warm anziehen, Bruderherz. Und dann, ja. Und dann kommt Snoot. Hast du? Ja, habe ich. Du wackelst. Also, und dann kommt Snoot. Okay. Hallo, Snoot. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Wo willst du heute Abend hin? Nach Malmö. Nach Malmö? Was willst du denn da? Kann ich nicht sagen. Na komm, komm, mach mal eine Andeutung. Ficken. Das findest du komisch? Na gut, dann lassen wir das weg.